Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Space Engineers mit mir, Tenchi, hier von Sloops Kanal. Und ja, was mache ich hier gerade? Ich habe nochmal das Cockpit nochmal aufgebaut. Wir möchten ja also gerne so ein Turret bauen, aber der Fuß ist halt nicht so mittig und ich würde das schon gerne irgendwie mittig haben. Und deswegen versuche ich jetzt nochmal rumzufliegen ein bisschen. Also mache ich mal P und versuche mal hier irgendwie die Mitte zu erwischen. Ja, das sieht doch schon besser aus. Na, das glaube ich, können wir so nehmen. Dann will ich mal pen. Bin ich jetzt dran? Ja. Tja, sehr schön. Und dann wollen wir jetzt mal anfangen, uns hier unseren Turret zu bauen. Das wird eine coole Sache. Ich freue mich tierisch drauf. So, ich muss dann von draußen aber noch so eine Art Cover dran bauen, weil sonst sieht das, glaube ich, ziemlich gaga aus. So, jetzt. Weil wenn ich jetzt nämlich, und das möchte ich jetzt gleich noch angehen, wenn ich jetzt hier zum Beispiel, ich nehm das mal dahin, anfange hier einen Cover zu bauen, was ziemlich groß aussieht, dann wird das hier nämlich nicht ganz reichen mit dem Motor. Weil der guckt ja nicht besonders weit raus. Das heißt, ich muss den noch vergrößern. Weil sonst läuft das alles nicht so, wie ich das gern hätte. So. Das hier ist schon mal unser... ja, Links- und Rechtsbewegung. Und jetzt muss das bloß noch mal ganz grob gesehen. Ich möchte nicht, dass das so schlecht aussieht, wenn ich jetzt hier einfach nur einen Strich ziehe. So. Designtechnisch ist das nicht gerade das Beste, aber wir versuchen es mal. Ups, ich bräuchte jetzt mal ein Referenzmodell, zu wissen, wie breit ich gehen darf. Also baue ich mir jetzt mal hier ein Cockpit hin. Eigentlich egal wie rum, aber so sind wir Menschen nun mal. Wir müssen irgendwie alles... Wieso geht denn das nicht mit dem Drehen? Ich möchte es doch einfach nur... Egal, ich baue es einfach so. Jetzt weiß ich ungefähr, wie breit das ist. Weil nach oben, nach unten und dann kommen ja noch Waffen dran. Machen wir vielleicht doch noch bisschen breiter. So, ungefähr so. Machen wir es mal ungefähr so. Und wegen der Höhe müssen wir auch schauen, weil wir müssen uns ja auch noch drehen. Nicht, dass ich jetzt alles doppelt und dreifach baue, weil das irgendwie nicht so will. Ach. Gut. Oh. Jetzt aber, komm. Danke. So, jetzt muss ich ja noch mal schauen, welchen Motor jetzt hier... Ich glaube, den muss ich hier dran machen. Sehe ich das richtig, ja? Drehen wir noch. So. Und da kommt jetzt das Cockpit dran. Cockpit, bitte komm mit dem Cockpit. So. Jetzt möchte ich aber schon richtig rumhaben. Was nicht so einfach ist. Ich vergesse jedes Mal, wo vorne und wo hinten ist bei dem Drecksding. Ich glaube, so ist richtig. Es geht gar nicht. Ach, man kann das nicht direkt da dran machen. Haha, das ist ja toll. Das heißt, ich muss wahrscheinlich noch so eine Art Frame bauen. Oh je. Weil ich glaube, das kann ich ja nur von hinten dran machen. Dann muss ich jetzt auch erstmal schauen, wie weit ich jetzt hintergehe. Wenn ich jetzt hier ungefähr so mache und jetzt mit der 5 dann wieder mal durch die Gegend drehen. So, das muss ja irgendwie genau mittig sein. Also war das schon ganz richtig so, wie ich es gerade hatte. Ah, so. Genau. So. Und damit das gleichmäßig aussieht, machen wir es so. Und das, theoretisch war es das schon. Aber alles viel zu groß gebaut. Nein. Ah, ich sehe gerade. Ich muss das Ganze nochmal abbauen. Denn ich bin nicht mehr genau in der Mitte. Gleichzeitig kann ich aber auch, glaube ich, noch eins runtergehen. Gut, dann nochmal zurück. Also hier. Und gehen wir noch eins runter. So. Bauen wir es mal so. Mal gucken, was rauskommt. So. Würfel dran. Genau. Aber jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, wie weit ich hintergegangen bin. Hm.
War das richtig von der Weite überhaupt? Ich weiß gar nicht irgendwie. Ich bin heute auch ein bisschen sprechfaul, merke ich gerade. So, wenn ich das jetzt hier dran mache, das ist überhaupt nicht mehr annähernd in der Mitte. Ich muss noch. Eins muss noch. So. Dahin. Wenn ich jetzt hier dran mache, dann ist das genau gleich wie eben auch. Interessant. Gut, jetzt aber. So. Nein, was ist jetzt los? Ich baue überall Löcher rein und alles. Also, wenn ich baue, dann geht eher alles kaputt. So. Perfekt. Fast perfekt. Nein. Da, da und da. So. Sieht nicht schön aus. Man könnte, glaube ich, noch weiter runter gehen. Wobei, da kommen ja eigentlich noch Waffen dran. Wenn ich jetzt hier mal ganz hässlich und grob zwei dieser Waffen dran bastel. Ein bisschen drehen. So, und dann hier eine dran. So. So, dann sieht man, wenn ich mich nach unten drehen würde, wird es schon ein bisschen enger. Aber hier zum Beispiel hätte ich noch anders machen können. Das werde ich, glaube ich, noch machen. Und zwar werde ich hier... So, hier. Das geht ja auch. So. Ja, sehr schön. Dann würde ich sagen, brauchen wir noch Strom. Allein schon für die Waffen. Die setzen wir einfach hinten dran. Und dann muss ich mal schauen. Ich brauche, glaube ich, diese Gyros da, um überhaupt zu drehen. Ich mache erstmal ein Power und machen wir mal, weil wir wollen uns ja schnell drehen, zwei Gyros. Mal gucken, ob das funktioniert. So, dann wäre ziemlich cool. Das wäre ziemlich cool. Da habe ich meinen ersten Turret gebaut. Und ich kann mich nach unten bewegen. Und ich komme zum Glück. Vielleicht mal checken. Oh, ganz nach unten drehen darf ich mich, glaube ich, nicht. Gleich mal gucken. V. Ganz nach unten. Keine so gute Idee, glaube ich. Na, so weit kann ich mich eh nicht drehen. Irgendwie. Ah, nee, dann bleibe ich da hängen. Okay. Aber ich kann mich nach links, nach rechts drehen. Nach oben, nach unten. Ich kann mich in jede Richtung drehen, in die ich gerne möchte. Aber es wackelt ein bisschen. Oh. es scheint nicht besonders stabil zu sein. Oh, dann. Jetzt kann ich mich nicht weiter drehen. Warum das? Ach, da bleibt es da unten hängen. An der Verkleidung. Das ist ja natürlich ein bisschen unpraktisch, an der Verkleidung hängen zu bleiben. Da muss ich auch noch mal ein bisschen... Kann ich schießen? Keine Waffe ausgewählt. Eins. Oh, cool. Oh yeah. Oh, das wackelt aber ganz schön durch die Gegend. Oh, ich muss aufpassen, nicht, dass das irgendwann abbricht. Okay, wäre das schon mal geklärt, dann müssen wir das Ganze nochmal eins draufsetzen. Das ist ja nervig, da wird ja alles noch instabiler. Also, ja, von links, die Höhe hat locker gepasst, nur hier muss ich irgendwie eins höher. Nur wegen der Verkleidung, aber ohne Verkleidung sieht das, glaube ich, ziemlich komisch aus. Kann ich denn nicht hier irgendwie dran bauen? Kann ich hier an... Ah, ich hätte hier vielleicht dran bauen sollen. Hier, an dem Fuß so. Da hätte ich dann eine kleine Verkleidung basteln können vielleicht. Wieso kann ich das jetzt nicht mehr bauen? Mist! Ich habe eine Idee. Kann ich mir das... Na gut, das kann ich mir kopieren. Na gut, dann kann ich es nicht mehr dran bauen. Okay. Weil wenn ich hier einen kleinen Würfel dran baue, dann könnte ich an den Würfel eine Verkleidung dran bauen und dann vielleicht den Rotor. Dann wird das zwar alles ein kleines bisschen höher, aber ich habe eine kleinere Verkleidung und ich bin ein riesiges Ding. Okay, mach mal. Tut mir leid. So muss das. So, machen wir hier auch mal weg. So. Das heißt, wenn ich jetzt den wegmache, dann mache ich jetzt einen Würfel. Dann müsste ich doch jetzt hier... Kann ich jetzt direkt runterbauen? Oh Gott, wie baut man denn das jetzt hier? Ich muss irgendwie nach unten drunter kommen. So. Wenn ich jetzt hier... Das ist natürlich ein bisschen doof. Also ich kann jetzt zwar hier eine Verkleidung bauen...
aber sie wird halt etwas anders sein, als ich dachte. Ich dachte, ich kann die vielleicht so abschließen, dass die wirklich bis auf den Boden reicht. Schade. Ich hoffe, das wackelt nicht deswegen, weil es bloß ein Fuß ist, weil sonst hätte ich mehr Füße dran bauen müssen. Ich baue jetzt einfach mal hier so eine Verkleidung. Also, ich meine, das seht ihr ja, ihr seid ja nicht dämlich. Jetzt. Ah, so. Klick. Klick. Bauen wir mal so, damit wir hier wirklich ringsherum kommen. Einmal komplett rum. Sehr schön. Oh, ich. Ne, so, sehr schön. Sieht nicht, noch nicht besonders gut aus. Ja, wer weiß. Und. Ja, stimmt. Jetzt habe ich natürlich hier. Ja, das ist natürlich jetzt hier alles verbunden mit diesem einen Fuß da in der Mitte. Das darf ich nicht löschen, sonst habe ich ein Problem. Wenn ich da jetzt den Rotor drauf, was ist da alles gar nicht symmetrisch? Was habe ich denn hier für Mist gebaut? Die Seite ist doch viel zu viel. Und nach vorne ist auch viel zu viel. Oder? Ja, im Prinzip schon. Na gut, auf jeden Fall kommt jetzt hier in der Mitte. Ist das die Mitte? Ach, ist das nervig. Huch. Gut, jetzt aber. Heute klappt's wieder mal nicht. So, also. Jetzt der Rotor. Wieso habe ich ihn wieder rausgelöscht? Ich wusste es. Wenn ich ihn rauslösche, brauche ich ihn gleich wieder. Das war mir so klar. So. Aber das sah so instabil aus. Wann kann das gelegen haben? War es zu groß, zu viel, zu wenig Fläche? So seitlich hat es ja gepasst gehabt. Das war noch da bloß. Weiß ich gar nicht. Ich glaube, so viel vielleicht. Wenn ich mich nicht irre. Aber ich irre mich ja echt gerne. Nach oben war es ein bisschen problematisch wegen. Kann ich hier nicht mit so schrägen oder sowas arbeiten? Irgendwie, dass ich jetzt hier vielleicht. Dass das dann wie schöner aussieht. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine Schräge mache. So und dann. So vielleicht. Dann mal. Oh, oh! Mist! Ja, sowas passiert mir schnell. So, dann dachte ich eher so. Genau. Genau. Und dann hier noch einen hin und dann. Irgendwie später noch eine Schräge. Ich kann das ja später auch noch verkleiden. Ich mache jetzt erstmal mein Turret hier rein. Ja, sieht jetzt noch nicht sehr schick aus. Wir werden es sehen. Jetzt muss ich leider wieder mal schauen, ob das überhaupt alles passt. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl, dass ich jetzt wieder alles falsch baue. Ich hätte mir merken sollen, wie viel ich überhaupt nach oben, nach links und rechts und überall gemacht habe. Aber naja, lässt sich nicht mehr ändern. Ich muss es jetzt durchziehen. Aber ich glaube, es war so hier. Wenigstens das hier oben wusste ich noch, hoffe ich. Jetzt muss ich nur noch den Turm richtig hinkriegen. Na? Also mit der Würfel, ehrlich gesagt, dieser Würfel da rechts oben, also der hilft mir so gut wie gar nicht. Das rechne ich aus der Perspektive. Das ist alles so komisch. Ich mach mal von gerade gucken. So. Das heißt, jetzt mit Bild auf. Das ist da. Kann ich nach dort drehen? Mhm. So. Nein, ich hatte es gerade. Es gibt's auch gar nicht. Dann habe ich eigentlich wieder auf Einfügen gedrückt, was ja ursprünglich immer wieder zurück war. Aber jetzt ändert sich das ja alles irgendwie durch diesen komischen Würfel. Also, ich weiß nicht, wie seht ihr das? Kommt ihr damit besser klar? Also, ich komme da überhaupt nicht mehr klar mit. Aber ich fehle ja sowieso sehr gerne. So. Wenn ich jetzt hier die Waffen dran mache, also besonders weit nach unten gucken kann ich nicht, dann muss ich das hier wahrscheinlich weiter nach da verlegen irgendwie. Aber das kriege ich dann auch noch irgendwie hin. Ich kann die Waffen natürlich auch hier oben drauflegen. Das ging ja auch. So ungefähr. So. Dann brauche ich noch Gyroskope. Also ich frage mich, warum das vorhin so wobblig war. Das hat mir gar nicht so gefallen. Ich mache den mal da unten dran. Und jetzt noch die 8.
Also, das Wobblige war ein bisschen doof. Aber es ist ja irgendwie logisch, wenn das alles nur an einem Ding dranhängt. Und das ist auch sehr, naja, ist nicht sehr symmetrisch. Aber ich glaube, symmetrisch geht's auch gar... Oh, ich habe das wieder falsch gebaut. Ich hätte noch eins weiter zur Seite gehen müssen. Und ich bauen. Merkst jetzt erst, dass das hier nicht ganz unten ist. Alles nochmal wegmachen und ich Idiot lösche das dann noch so hässlich, dass alles wieder durch die Gegend fliegt. Oh Mann. Naja, aber so ist es halt. Das einzig Gute daran ist natürlich, dass ich jetzt hier mehr Platz habe, um noch ja, das vielleicht schöner ausbauen zu lassen, dann später mal. So, dann wollen wir mal wieder alles gleich wieder mal neu bauen und dann nochmal neu und nochmal neu und neu und irgendwie jetzt gerade gehangen, warum auch immer. Möchtest du das nicht bauen? Stimmt, wegen dem. So. So, und dann bauen wir hier gleich noch so. So, jetzt aber. Ach Gott, ich bin so froh, wenn das Ding fertig ist. Aber es tut gut, auch mal wieder überhaupt so eine Idee zu haben, was man denn bauen könnte. Denn ich muss ehrlich zugeben, in letzter Zeit habe ich so gar nicht so die Lust auf diese ganzen Open World oder Sandbox-Spiele, weil... weil man hat irgendwie nach einer Zeit meistens irgendwie keine ja, Ziele mehr oder Ideen, was man machen kann. Und dann wird es relativ langweilig teilweise. Und deswegen ist es eigentlich ganz gut, dass ich jetzt hier mal ein bisschen was Neues wieder ausprobiere, auch wenn es ein bisschen länger dauert. Tut mir ein bisschen leid, aber ja. So, jetzt aber. Jetzt haben wir es geschafft. Jetzt gehe ich da rein. Guck nochmal von draußen. Und hoffe, dass es nicht ganz so wobblig ist, aber es wird wahrscheinlich wobblig sein. Er reagiert noch etwas langsam. Ist auch relativ logisch, aber hey, es funktioniert. Yeah! Oh, das dreht sich vor... Oh! Das Ding hat Rückstoß. Ich drehe mich nach hinten, wenn ich das mache. Oh, ich glaube, die Waffen muss ich doch mehr mittig bauen. Weil ich das... Oh, oh! Jetzt nach unten gehen. Oh, da muss man ganz schön dagegen halten. Oh, was ist denn das da oben? Ach, das war das Schiff. Ob ich das erwische? Na komm. Na, müssen. Ja, haha. Muhaha. Oh nein, die Waffen, die fliegen sonst hier Ewigkeiten rum. Ich muss sie halt zerstören. Oh. Das ist so. Na, komm schon. Ich treffe die nicht. Doch, einen habe ich getroffen, aber die ist nicht kaputt. Das ist ja klasse. Na gut, dann fliegen die jetzt halt, bis sie, ja, fliegen seit jetzt Ewigkeiten nach rum. Ja, das heißt, die Waffen müssen doch mittig sein und ausgeglichen, ausgewogen. Eieiei. Na gut, jetzt, wo ich das ja relativ weiß, kann man dagegen ja vielleicht auch was machen. Und zwar werde ich das halt so machen, dass ich jetzt hier das nochmal wegcutte. So. Dann muss ich nämlich noch weiter eins hinter, weil sonst habe ich den Platz nicht für die Waffe. So, in Perspektive mal reingehen. Naja, gut, dann weiß ich wenigstens, wie weit ich hinter muss. Relativ weit. So. Dann baue ich jetzt doch mal hier unten ein bisschen noch rum. Also, wenn ich so weit hinter muss, ich baue jetzt mal ganz grob erstmal hier so. Vielleicht sollte es auch nicht so dünn sein. Vielleicht mache ich es ja noch ein bisschen dicker. Muss ich mal schauen. So, dann kann ich jetzt auch mal hier unten nochmal zubasteln, damit das nicht so schrecklich aussieht. Na, will wieder nicht. So, genau. Auf die Uhr gucken. So. Dann... Jetzt muss ich mal das hier alles ein bisschen verlegen. Ach, geht ja gar nicht. Ich muss das so machen. So. Die Waffe nehme ich natürlich wieder rein. So. Dann mache ich hier vielleicht irgendwie wirklich so eine Schräge rein. Was natürlich nicht so einfach ist. Was ist denn, wenn ich hier direkt schon so eine Schräge mache? So, und dann nach oben. Ja. Ich bin noch nicht so ganz sicher, obwohl das würde gehen, aber das, dann müsste ich hier alles nochmal neu bauen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 5. Okay, 6, 5. Merkt ihr euch, ne? 6, 5. Und dann baue ich das nämlich hier. Wobei jetzt dann, ja doch. So,
einfach nur der Anfang. So. Ups. So, 6 habe ich gesagt. Und 5. Jetzt habe ich hier unten 6 und oben habe ich 5. Gut. Und die Schräge ist schon mal angedeutet. Und die kann ich jetzt hier nämlich so irgendwie versuchen, vielleicht weiter fortzuführen. Oder ich baue jetzt hier eine Gerade. So. Und dann kommt nochmal eine Schräge. Was auch ein bisschen komisch ist. Sieht so kloppig aus, das Ganze. Nein! Oh, Mann, ey. Ich hab's in dem Moment, wo ich losgelassen habe, hab ich's gemerkt. In dem Moment. Nein, jetzt dreht er sich auch noch ewig. Oh. Keine Chance, jetzt das Ding wieder auszubauen. So. Es dreht sich immer noch. Nein, kann ich das Ding auch nochmal neu bauen? Ah, das ist interessant. Wir sind jetzt schon wieder ewig in der Episode drin und sind genauso weit wie am Anfang. Aber wir haben die Mechanik raus. Wir müssen jetzt eigentlich nur noch das richtig bauen. Das ist halt momentan noch so das Problem, würde ich denken. So, sieht sehr interessant aus. Vor allem, weil das so unlogisch ist, weil das ja eigentlich noch Platz wegnimmt. Wenn die Kanone sich da oben drehen soll, dann muss ja eigentlich ein bisschen Platz sein, bevor dann wieder ein paar Schrägen kommen. So. Ach. 1, 2, 3, 4. So, 1, 2, 3, 4. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Weil wir haben ja gesagt 6 und dann 5 hoch. Ne, jetzt sind es bloß noch 4, weil ich bin ja schon 1 hoch. So, bauen wir es mal so. Vielleicht sieht das ja besser aus, aber auch nur vielleicht. Jetzt muss ich hier mal bisschen. Obwohl, doch, so geht's eigentlich auch. Weil das halt so dünn ist und dann wird es auf einmal dick. Ja. Alles nicht so das Beste. Wenn ich jetzt hier was dran baue, dann weiß ich, dass es wahrscheinlich wieder kaputt geht. An sich wäre das ziemlich gut, so eine Doppeldickheit. Doppeldickheit. Ich habe heute wieder. Ich quatsche heute wieder Müll. Eine Doppeldickheit. Aber naja. Das sieht so instabil aus. Mein Gott. Ja, gut. Auf jeden Fall haben wir das jetzt relativ gelöst. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Jetzt müsste da nämlich der Brummer dran hier zum Brummen. So. Also, so eine Turret wird ganz schön dick, kann so ein Teil sein. Also, hätte ich nicht gedacht. Aber naja, man lernt ja nie aus. Es ist ja immer wieder was Neues. So, dann 3 nach hinten. So, und dann hier. Und dann noch ein Cockpit, bitte. Das Cockpit drehen wir hoffentlich gleich richtig. Nein, das war gerade richtig. Jetzt drücke ich wieder die Taste zurück. Und er dreht es wieder komplett anders. Ach. Nein. Warum geht denn das nicht? Wenn es einmal in diese Position war und dann drücke ich einmal zu viel, dann müsste ich doch, wenn ich die Taste dann wieder zurückklicke, doch eigentlich funktionieren. Aber durch das ganz andere Drehsystem, ich kriege ja mal die Krise bei dem Ding. Entfernen und Bild ab. Wer macht denn sowas? Entfernen und Bild nach oben? Die sind total komische Tasten. Guckt, müsst ihr mal auf der Taste angucken. Entfernen ist da unten links und Bild nach oben. Ah nein, Bild ab ist dann rechts. Also, wie kommen die auf sowas? So, und dann Position und Ende. Und jetzt, wie drehe ich das jetzt? Mit Einfügen vielleicht? Na, endlich. Boah. Sehr schön. War ja doch nicht so schwer. Doch, es war schwer, denn eigentlich soll ja da noch eine Waffe hin. Weg damit. Weg, weg. Da soll ja noch Platz für eine Waffe sein. Das heißt, ich kann das Cockpit nochmal rumdrehen. So, Position. Nein. Das auch nicht, hä? Dann vielleicht das hier? Nein. Bild auf und einfügen. Hä, sag mal. Das gibt's doch nicht. Komm. Ich krieg die Krise. So, geschafft.
Da kommen jetzt nämlich die Waffen rein. Damit wir uns nicht nach links und rechts wegdrehen, machen wir das jetzt nämlich so, dass wir jetzt die Waffen so machen. Dann wird das Ding vielleicht ein bisschen dicker. Aber das macht nichts, hoffe ich. So, dafür müssten wir uns jetzt aber wenigstens gut drehen können. So, nach unten drehen dürfte immer noch problematisch werden, weil ich glaube, da kommt man immer noch da unten dran. Hä, alles nicht so klug ausgetüftelt. Aber hey, das ist schon mal ein ganz cooler Turret. Sieht nur ziemlich beschissen aus, muss ich sagen. Aber da können wir ja noch was machen. Also, wir brauchen Energy. So, machen wir mal ein bisschen overpowered hier. Dann drehen wir uns super mega schnell. Ich hoffe, das ist nicht zu mega schnell. Und dann muss ich das ja eigentlich nur noch covern, damit das auch zu ist. Aber dann wird das trotzdem ein bisschen problematisch. Man kann doch eigentlich die Rotoren jetzt auch einstellen, wie weit die sich drehen dürfen und so. Habe ich mal gesehen in einem, also nicht Tutorial, sondern diesen Vorstellungsvideo von den Machern des Spieles. Ja, Mann, sieht das kacke aus. Gut, das ist ein dickes Ding, ey. Oh Mann. Naja, da gibt es bestimmt bessere Wege, sowas zu bauen, aber naja. So, drehen uns mal. Wir stellen mal vor, da kommen jetzt hier Piraten. Ah! So, müssen wir uns dann selbst treffen. So, wenn die jetzt da unten sind, unten ist die Landeplattform, die wird vielleicht noch ein bisschen größer, dann kann das nicht auf die Landeplattform draufballern. So, wenn dann die Piraten auf einmal dann aussteigen und die Basis stürmen. Weggeballert. Vielleicht noch später irgendwie. Ach ja, ich habe übrigens meine Boxen an, also nicht wundern, wenn ihr jetzt irgendwie diese Geräusche irgendwie ganz komisch gehört habt. Achso, ich würde ja nicht mal von draußen gucken, wie weit wir da jetzt wie weit wir jetzt drankommen und wie weit nicht. Wohl doch, wow, ich kann mich bis nach unten drehen, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Hui! Sehr schön und es wobbelt auch gar nicht, warum auch immer. Vielleicht bin ich vor uns nur irgendwo drangekommen, deswegen hat es dann gewobbelt. Ja, es funktioniert. Sehr schön. Jetzt muss das Ding nur noch schöner aussehen, weil das sieht so ziemlich kacke aus, muss ich sagen. Da kann man, glaube ich, noch irgendwie was machen, aber es funktioniert. Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn. Dann müssen wir noch gucken, ob man später vielleicht noch Raketen dran macht. Raketen und sowas. Einfach alles. Einfach alles. So, wieder rein in die Perspektive. Und was mich die ganze Zeit schon ziemlich ankotzt, ist das hier unten. Das sieht aus wie ein Stück Scheiße. Entschuldigung. Aber, wie soll ich sagen? Es ist so. Es sieht aus wie ein Stück Scheiße. So, ich muss mal gucken jetzt hier. Wie habe ich das überhaupt gebaut? Hier bin ich drüber und da bin ich nicht drüber. Also mache ich das hier auch noch weg. Oh, ja. War geplant. War alles so geplant. So, dass ich nur knapp drüber komme. Hier kann ich auch noch mal komplett alles weg. So. Es muss ja auch nicht riesig fett aussehen. Und deswegen kommt das hier auch noch weg, oder? Sehe ich das richtig? Ja, das sehe ich richtig. Das sehe ich richtig weg damit. Und dann das hier auch noch. Sehr schön. Gut. Hätten wir das schon mal. Was ich jetzt noch machen wollte, ist eigentlich sowas. Dann drehen wir das mit was? Mit entfernen wahrscheinlich. Entfernen. Ah. Naja, langsam lernt der Denji das, wie das funktioniert. Drücke ich nochmal entfernen. Ah. Aber es kommt, glaube ich, darauf an, wie man dann da drauf guckt auf die Dinger. Das finde ich dann ein bisschen. Obwohl, das war wahrscheinlich schon immer so. Ich habe es wahrscheinlich nie mitbekommen, weil ich da einfach nicht drauf geachtet habe. Weil man da nicht so einen komischen Würfel hatte, der einen das da irgendwie vorgerechnet hat, wie das funktioniert. Nein, ich war doch gerade drin. So. So, dann auf der Uhr, es wird schon wieder knapp und alles mit der Zeit. Müssen wir mal schauen. So, an sich sieht das ja schon ganz gut aus, nur dass dieser fette Fuß ist, das nervt ein bisschen. Aber nur ein bisschen. So, das heißt, ich werde dann auch noch einen Cover drunter klatschen. So, und zwar dachte ich mir da irgendwie so hier. Nein, nicht in die Richtung, sondern in die Richtung, danke. So ein bisschen doof. Hätte ich vielleicht eher bauen sollen und dann irgendwie. Jetzt muss ich von hier hinten.
Dann drehen wir das mal. Jetzt wird es natürlich sehr interessant mit dem Bauen. So, wie baue ich das hier? Das ist, drehen wir es mal. So, wenn ich eins hingesetzt habe, müsste das andere doch wie ein Kinderspiel sein. Mit dem schnellen Super-Mega-Astronauten ist das immer kein Problem. Machen wir es mal ganz frech so. Dann kann ich jetzt vielleicht hier nochmal löschen und dann da löschen. Und jetzt, so. Dann hole ich mir die Ecken raus. Ich habe gesehen, dass ich eine Ecke auch vergessen habe. Und zwar die hier. Die habe ich komplett vergessen. Jetzt muss ich mal kurz... So. So. Ja, man hat immer noch diesen hässlichen Fuß da. Hätte man vielleicht wirklich damit arbeiten müssen, irgendwie die dann da rein zu... Ich weiß gar nicht, warum... Wie kann ich denn... wie kann ich das denn richtig verbinden? Ich hätte gern, dass es richtig draufsteht. Das wäre toll, wenn es so richtig bis auf den Boden gehen würde, diese kleinen Blöcke, aber mit dem Fuß und so haut das ja anscheinend nicht hin. Jetzt habe ich da so ein Ding und habe dann irgendwie da trotzdem noch so einen hässlichen Fuß rausgucken, weil ich hier irgendwie nicht weiterbauen kann. Ich kann ja nicht weiter runterbauen. Also wenn ich jetzt hier was hätte... Da möchte man was demonstrieren und dann geht das nicht. Dann löschen wir mal eins. So, wenn ich jetzt hier was hinbauen würde, und dann müsste ich das, würde ich das gerne, dass es hier unten abschließt. Aber es durfte, das funktioniert nicht. Nee. Das funktioniert nicht. Das finde ich schade. Was kann ich dagegen tun? Ich weiß es noch nicht. So. Dann. Na? Na? So, geschafft. Gut, der Turret sieht immer noch ziemlich beschissen aus und ich glaube, die Folge war wieder etwas zu lang und mir habe ich die Uhrzeit nicht so ganz im Griff. Aber wir haben wenigstens schon mal unseren ersten Turm gebaut. Kann nur noch besser werden. Und dann würde ich sagen, verabschiede mich damit mal und dann gucken wir mal, was wir in der nächsten Episode so machen. Könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Tor würde ich vielleicht mal gern bauen, also zu gucken, ob wir sowas hinkriegen wie ein Tor. Und halt, ja, der Turret war ja klar und irgendwas mit Rotieren und Raketenwerfer und ein Schiff, das schießen kann, ein Mining-Schiff, eine Assembler-Anlage und sowas und so ein Gravitations-Warp-Gate und sowas würde ich auch alles gerne mal bauen. Ja, dann werden wir mal sehen, wie wir das machen und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part von Space Engineers mit mir, dem Tenchi, hier auf Synoops-Kanal. Bis dann, tschüssi!